Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wavenport im Landwirtschaftssimulator 17. Und erstmal ein frohes neues Jahr nochmal, jetzt von mir auch im neuen Jahr. Erste Aufnahmesession, überhaupt mein erstes LS in diesem neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, aber denke, habt ihr auch schon ordentlich was in die Kommentare geschrieben. So, wir machen heute weiter. Hier auf der Ravenport ist im Moment noch ein bisschen das Menü zu sehen gewesen. Ja, bevor wir hier loslegen, ich habe ein paar neue Mods mit reingenommen. Ein neues großes Silo, das sehr geil aussah. Testen konnte ich es noch nicht. Werden wir wahrscheinlich auf der Mod, auf der Karte auch gar nicht benutzen. Aber was halt interessant ist, und deswegen steht der Traktor gerade hier so. Wie ihr jetzt über dem Tacho seht, haben wir hier ein paar neue Anzeigen. Und zwar haben wir Differentialsperren und Zweiradantrieb und hier eine Anzeige auch irgendwie zu dem Schaden oder Verschleiß an den Fahrzeug sowie Anbaugeräten. Wie das hundertprozentig zu deuten ist, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Aber ich möchte euch mal eben... Erstmal muss ich das hier ein bisschen leiser machen. Die Differentialsperren zeigen, die tatsächlich auch wunderbar funktionieren. Jetzt sind alle Differentiale noch geöffnet. Ihr seht, dann dreht vorne das freie Rad durch und hinten das freie Rad durch. Wenn wir jetzt vorne zumachen, dann drehen sie beide vorne. Hinten immer noch das eine. Und wenn wir jetzt hinten auch noch zumachen, so, dann hat er das... Achso, dann hat er das jetzt nicht genommen. Was, denn wir sehen ja, im Moment sind wir noch im 2WD, also eigentlich im Zweiradbetrieb. Was etwas merkwürdig ist, normalerweise dürfte die Frontachse dann gar nicht angetrieben sein. Jetzt schalten wir mal aber auf 4WD um. Und jetzt drehen alle vier Räder auch durch. Jetzt können wir natürlich vorne wieder die Differentialsperre öffnen. Bleibt das Rad, was Kontakt hat, stehen. Genauso ist es hinten auch. Da bleibt auch das Rad, welches Kontakt aufbaut, stehen. Weil dann die Kraft nur noch an die freien Räder übertragen wird. Nur das mit dem, Zweiradmodus. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Der scheint nicht so hundertprozentig zu funktionieren. Aber dann ist das so. Den brauchen wir auch nicht. Ich fand das halt mit den Differentialen sehr, sehr geil. So. Habe ich euch das gezeigt? Also genug rumgespielt. Nein, Radio aus. Kamera. Wo war denn jetzt die Kamera? Verdammt. Das ist der Shop. Da. Ich habe immer noch nicht meine zweite Konsole, die soll heute ankommen, an dem Tag, wo ich hier aufnehme. Dann kann ich auch wieder richtig loslegen. So, ich mache mal eben den Motor nochmal aus. Wir haben beim letzten Mal ja hier schön uns den Platz hier vorbereitet. Und den Schafstall auch hingestellt. Und ihr seht, ich habe nur noch 111.000. Ich habe uns das Geld abgezogen. Diese 65.000, die der Schafstall kosten sollte, habe ich abgezogen. Da müssen wir uns jetzt natürlich noch Tierchen besorgen. Jetzt ist meine Überlegung, wir müssten natürlich eh erstmal dann zum Händler fahren, beziehungsweise kann man das eigentlich auch hier machen? Kann ich mir die hier direkt bestellen? Das ginge sogar. Ein Schaft kostet 1500. Was kostet das pro Lieferung? Nochmal 100 Euro Lieferungsgebühr. Das heißt also, wenn wir jetzt mal kurz in den Händler gehen und schauen, was uns so ein Tiertransporter kosten würde. Ja. Wo finden wir den? Ach hier, Tiertransporter. Der ist nur für Pferde. Hier würden 10 Schafe reinpassen. Das sind also 24 Schafe, die wir bestellen müssten. Nein. Doch 24 Schafe, die wir bestellen müssten, damit sich der rentiert. Also dann haben wir die Kosten quasi gespart. Und ich glaube, das kriegen wir sogar hin. 24 mal, nochmal 24, 36.000 für 24 Schafe. Das ist nicht viel Geld. Also bräuchten wir dieses und halt ein Wasserfass. Ich denke, da kommen wir... 8.000 Liter, 7.300 Liter, ein heftiger Preisunterschied. Ich hätte natürlich ultra gerne diesen hier,
Wobei der aber halt einfach effektiver ist. Wobei, okay, wir haben noch keine Kühe. Der könnte natürlich jetzt gleich die Milch mit transportieren. Das kann der dann nicht mehr. Aber der momentane Preisunterschied ist heftig. Und unsere Felder sind ja auch, wo sind wir denn hier oben? Erntereif, Zweier auf jeden Fall. Wir sollten sie, glaube ich, jetzt auch langsam ernten, bevor das Unkraut kommt. Daher würde ich sagen, fackeln wir nicht lange. Wir ernten jetzt schnell die beiden Felder, bevor das Unkraut sich breit macht. Und, ach, verdammt, da ist die Kamera. Dann holen wir uns Tiere. Ey, da ist aber noch eine dicke Beule drin. Die muss ich nochmal rausnehmen machen. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Gut, dann den Düngestreuer einmal wegstellen. War das denn jetzt auch korrekt? Wir hatten alles gedüngt, deswegen hatten wir uns. Ja, doch, es. Ich gucke jetzt nicht nach. Ich verlasse mich drauf, dass es fertig gedüngt war, sonst hätten wir auch nicht zwischenzeitlich schon gebaut. Daher wird das schon passen. So, unsere schöne neue Hofeinfahrt, die sollte ja auch prima gehen. Das funktioniert auch. So, ich wollte die Kamera eigentlich mal auf eine Maustaste belegen. Das werde ich mal versuchen, wenn meine Konsole wieder da ist. Da muss ich ja eh wieder alles umbasteln. Dann werde ich das mal ausprobieren, ob sich das gut handhaben lässt. So, auf geht's. Anhänger hinten dran. Wir haben jetzt schon echt. Oh. Das machen wir nochmal schön. Schon echt viel mit dem Fendt gemacht. Ja, echt viel ist übertrieben. 2,8 Stunden hat er im Moment auf der Uhr. Den John Deere haben wir aber halt noch nicht so wirklich gebraucht bislang. Daher steht er da, aber wir werden ihn noch brauchen. Auf jeden Fall. So, dann stellen wir uns mit dem Gespann mal hier an die Seite. Und dann kommen wir jetzt auch direkt zu dem Thema John Deere, denn. Ach nee, brauchen wir nicht. Wir haben das Schneidwerk noch dran. Okay. Wäre es jetzt abgelegt gewesen, hätte ich das Schneidwerk mit dem John Deere gefahren. Aber das passt ja. Und das war die falsche Taste. Nee, aufklappen, da ist aufklappen. Okay. So, drückt mal die Daumen, dass wir das hier fix geerntet kriegen, bevor das Unkraut sich breit macht. Und ich bin gespannt, wie viel wir rausbekommen. Haben wir natürlich auch schon eine halbe Folge vertrödelt mit den Neuerungen und dem anderen Gedöns, was ich euch gezeigt und erzählt habe. Ist aber auch halb so wild. So, wie sieht das aus? Die ersten 1000 Liter sind hier schon fast drin, ne? Einmal zurück. Ich will jedes Büschel haben. Sehr schön. Ob sich das lohnt, den jedes Mal auszuschalten? Ich glaube nicht. Wenn er anlaufen muss, tut er sich doch ein bisschen schwer. Dann kann man auch die paar Meter dem ruhig eingeschaltet lassen. Fahren wieder eine Runde Vorgewende und dann lange Bahn. Jetzt könnten wir natürlich, na, aber das werde ich wohl nicht machen. Das ganze Geernte hier,
im Zeitraffer. Machen wir vielleicht beim nächsten Feld. Würde ich mal sagen. Dass wir dieses Feld hier gemeinsam abernten. Und das nächste Feld mache ich euch dann im Zeitraffer. Ach nee, erstmal müssen wir das hier komplett fertig machen. Das war ja mein Plan. Wir müssen ja hier dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir vielleicht kalken müssen. Auf jeden Fall düngen, einsehen, düngen. Und dann kommt ja erst das nächste Feld. Also von daher passt das. Ja, dann können wir ja vielleicht doch, dann machen wir das eventuell. Dann machen wir es doch. Dann machen wir ab hier jetzt einfach den Zeitraffer an. Und wenn ich mit Ernten fertig bin, ich hoffe, dass das von der Zeit in etwa mit der Folge passt. Dann melde ich mich nochmal kurz, aber dann dürfte die Folge auch zu Ende sein eigentlich. Ja, dann hören wir uns gleich nochmal wieder. So, Freunde, da haben wir das auch geschafft. ja, das war jetzt, glaube ich, auch der erste Zeitraffer, den ich hier mal verbaut habe. Ich hoffe, das hat euch gefallen.
Und für all denjenigen, denen es vielleicht aufgefallen ist, kurz nachdem der Zeitraffer angefangen hat, ist ein kleiner Schnitt drin. Denn was soll ich sagen? Mein Paket oder der Paketbote kam genau in dem Moment und hat mir meine zweite Konsole gebracht. Den kann ich jetzt natürlich nicht vor der Tür stehen lassen. Ist blöd, wenn man gerade in der Aufnahme ist. Vorteil war gerade, dass es ein Zeitraffer war. Ich hoffe, es ist nicht so doll aufgefallen, dass da ein Schnitt drin war. Ansonsten, ja, haben wir das Feld fertig. Morgen geht's weiter hier mit ja, weiteren Feldarbeiten. Wir müssen dann mal überprüfen, was hier noch zu tun ist auf dem Feld. Ob wir kalken müssen oder nicht. Wenn nicht, dann düngen, einsehen und düngen. Das sind dann die nächsten Aufgaben, die hier anstehen. Dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Zeitraffer fandet und ob ihr den Schnitt bemerkt habt. Ja, dann wünsche ich euch erstmal noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder und bis dahin, reingehauen.